Okay, gab ein bisschen Gold. Er schon wieder sauer. Aber glaub mir, ich bin's auch. Na also, geht doch. Und wir haben den Bluthelm bekommen. Brauche ich nicht. Das war relativ unnötig. Das Gold ist viel nötiger. Alles One-Hit. One-Hit muss mit. Was zu essen. Das war auch sehr nötig. Sehr schön. Gott sei Dank sind wir so mächtig. Dass wir schon vieles One-Hitten. Aua. Nicht gut. Die brauche ich nicht. Tolle Kugel. Da sind mir die Sicheln viel lieber. Ah, hier haben wir euch beide noch. Und 6 HP. Gut, du machst schon mal keinen Ärger mehr. Du auch nicht. Und bisher sieht's gut aus. Hier will ich nicht lang. Gehen wir oben rum und dann nach rechts. Das geht auch. Ich muss aufpassen, hier sind garantiert auch falsche Porträts bei. So wie der du zum Beispiel. Alles Doom was. Na komm. Aua. Drecksporträt. Nee, wir gehen erstmal wieder. Gucken hier nochmal rein. Hier schon der Wald. Oh ja, hier bleibe ich. Mehr Kohle. Ah, aber auch mehr Schaden. Ich brauche dringend Gegner, die ich auch besiegen kann. So wie dich. Und möglichst nicht dabei sterbe. Ah, das wird nichts. So ist gut. Noch ein Blobbel. Und eine Keule. Die will ich haben. Okay. Wir leben wieder halbwegs. Oh Gott, noch eine Keule. Und was Schönes an Gold. Wir sind endlich über 1000. Nahe der 1500er Grenze. Können uns also was leisten, wenn wir sterben. War schon ganz gut. Aber es könnte noch mehr sein. Hier geht's noch weiter, das will ich nicht. Oh oh. Weg mit dir. So ist gut, jede Menge Kohle. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Läuft. So ist gut. Stirb. Okay. Ah, wir sind wieder halbwegs am Leben. 2/3 sind fast aufgefüllt. Es geht noch weiter. Der Wald ist noch nicht zu Ende. Schon wieder so ein rundes Teil. Nein, will ich nicht. Magie ist doof. Das war gut. Das war sogar sehr hilfreich. Nach all den langen Strapazen endlich mal wieder Lebenspunkte zu bekommen.
Okay, Gold einsammeln, abhauen. Links rum. Okay, hier gibt's auch noch was zu essen. Dann, aua, musst du leider sterben, weil du nervst. Okay. Ich denke mal, den Wald haben wir soweit ausgeräubert, da wird es nicht mehr allzu viel geben. Wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben, das ist dieser komische... Du darfst Gold dafür bezahlen, dass du eventuell Gold bekommst. Typi, mit den drei Kisten hinter dem Tor. Da waren wir schon. Das ist der nächste Tagebucheintrag. Journal Entry Nummer 12. Oh, und eine Kiste. Die will ich haben. Upsala. Wer bist du denn? Du bist nicht mein Kumpel. Das Gold schon. Alle Enemies töten, das kriege ich hin. Gut, Dankeschön. Die nächste Rune, Vampirrune fürs Schwert. Die setzen wir rein, das könnt ihr aber wissen. Muss gucken, ob ich im Schwert schon was drin habe. Was ich eventuell noch behalten möchte. Okay, du bist falsch. Dich machen wir auch noch weg. Dreck. Aber wir sind wieder fast komplett am Leben. Sehr gut. Ja, wir kommen an die 3000 Gold langsam ran. Vielleicht müssen wir noch wieder zurück. Deswegen mache ich dich einfach mal weg. Und hier geht's in den Süden. Da will ich aber nicht runter. Hier ist das böse Gebiet. Das sehr böse Gebiet, wie man sieht. Können ja einfach mal jemanden töten, der hier rumläuft. Man sieht auch, es gibt viel mehr Gold. Ja, eindeutig viel mehr Gold. Vielleicht auch den einen oder anderen Sack. Wer weiß. Wir bleiben einfach mal ein bisschen hier. Hier ist nichts. Nur ein Zombie. Oh, die sind auch wesentlich schneller unterwegs. Die schmeißen mit Schuriken. Okay. Ein böses Gebiet. Ein sehr böses Gebiet. Ich merke es. Das ist nicht mein Gebiet. Wir verschwinden hier. Und gehen mal nach rechts. Okay, die Kiste nehme ich mit. Eine Kiste aus diesem Gebiet muss viel wert sein. Wir haben schon 3500 Gold. Okay, verschwinden wir ganz. War ein ganz netter Ausflug, ja. Aber ich muss es nicht nochmal haben. Wir waren dort oben noch nicht weiter rechts. Das könnten wir uns noch angucken gehen. Oh, ganz knapp. Oh ja, ich weiß, warum ich da nicht war. Wir müssen noch weiter nach oben, nach Norden. Wie kommen wir denn Richtung Norden? Beziehungsweise nach oben. Doch eigentlich nur, wenn wir... Oh, hier lang gehen. Offensichtlich sind hier noch Gebiete, die ich noch nicht gemacht habe. Das könnt ihr aber vergessen, dass ich die Keule dort liegen lasse. Weg mit euch. Denn ich will mal ins Maya gehen. Jetzt kommen wir ins Maya. Da gehen wir gleich hin. Ich habe gesehen, wir haben hier noch einiges zu tun. Also gehen wir noch erst lang. Solange die Gegner einfach sind, alles mitnehmen, was man kriegen kann. Und wenn es nur ist, um die Lebenspunkte wieder zu regenerieren.
So ist schön. Hier waren wir auch noch nicht. Wahnsinn. Also man kann hier einfach schlachtend durch die Gegend laufen. Das ist total genial. Mag ich. Kann ruhig so bleiben. Okay, du bist echt. Aha, und hier waren wir schon. Gut. Trotzdem ist hier noch ein Raum übrig, wenn wir nämlich von hier aus rechts nach unten laufen. Den gucken wir uns auch nochmal kurz an. Aha, hier wäre der Boss gewesen. Und natürlich ist hier auch wieder Kohle. Wir sind bei 4000 Gold. Alles ist gut. Reicht wieder, um zwei Dinge aufzustufen. So muss man mittlerweile rechnen. Am Anfang war es ja noch relativ günstig mit so 500 Gold. Eine Sache aufstufen. Mittlerweile sind wir bei über 1000. Pro Sache. Teilweise sogar 3000. Das Maya. Okay, ich traue mich gerade überhaupt nicht zu reden, weil das einfach hier verdammt schwer ist. Okay, das war's schon. Lady Chun-Li has been slain by an Eisen. Wir wurden von einer Eisscherbe getötet. Wen nehmen wir als nächstes? Sir Dude, ein Spellsword, eine Hokage, Lady Chun-Li, die dritte, oder Lady Antoinette, die Lich-Königin, auf den Kopf gedreht. Auf den Kopf gedreht kann ich nicht arbeiten. Wir nehmen den hier und 4278 Gold verwenden wir für mehr Armor. Eigentlich sollte ich das mal für die Rüstung verwenden und so weiter. Wir gucken erstmal, was wir uns an Rüstung leisten können. Halt, wartet. Haben wir kein Schwert? Das würde mich jetzt wundern. Also, erstmal Silberschwert. Mehr Damage. Dann ein besserer Helm. Mehr Gesundheit, mehr Mana. Oder minus 55 Gesundheit und Vampirismus. Nee. Der Ranger-Helm. Hat sogar noch mehr Gesundheit, dafür 5 weniger Mana. Ist okay, nehmen wir. So, mehr können wir uns eh nicht leisten, weil uns wieder das maximale Gewicht in die Quere kommt. Das erhöhen wir nochmal um 20. Und dann gehen wir rein. Ach so, du hast so ein geheimes Schwert. Was bist du denn? Sir Dude, der Spellsword. Ach so, das Zauberschwert. Aha. Okay, probieren wir mal aus. Wir haben nicht viele Lebenspunkte, wir haben nicht viel Mana, aber das ist egal. Dafür haben wir unsere Rüstung halbwegs aufgestuft. Und es ist dunkel um uns herum. Au. So, wir haben 6 mehr Angriff, dadurch, dass wir uns aber mit einem neuen Schwert ausgerüstet haben. So ist schön. Hier ist nichts. Und hier geht's weiter. Weiter machen wir später. Ich will erstmal gucken, was da ist. Gibt manchmal so ganz einfache Räume, die man einfach auslässt. Das geht nicht. Ach. Wir sind jetzt schon wieder im Land of Darkness. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn die zerplatzen. Lassen die Feuer auch hinter sich. Das ist nicht gut. Okay. War nicht einfach. Wir gehen wieder. Nein, ich will hier nicht her. Oh mein Gott. Der Raum oben hat sich verändert. Da sind jetzt diese Stacheln. Deswegen komme ich da nicht durch. Das heißt, ich muss hier bleiben. Wir versuchen irgendwie abzuhauen. Okay, geht nicht.
Sir Dude, der Dritte, wurde von einem Projektil getötet. Dreck. Gut, das nächste Kind. Ein Zauberer oder doch lieber ein Spelunki, ein Spelunkier? Ja, nehmen wir die. Obwohl ich den Zwerg hätte nehmen sollen, egal. So, und das machen wir im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen und bis gleich.